Auf einer seiner Expeditionen entdeckt der englische Seefahrer Henry Hudson 1609 eine Insel namens Manhattan. In der Sprache der dort lebenden Indianer bedeutet das Wort so viel wie hügeliges Land. Nach Hudson wird schließlich der Hudson River im Westen von Manhattan benannt. 1961 wird in der Schweiz mit dem WWF, einer der größten Natur- und Umweltschutzorganisationen der Welt, gegründet. WWF setzt sich für den Schutz bedrohter Arten ein und kämpft gegen Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung. Und das geschah in Österreich. Mit der ORF-Erstausstrahlung von Kasperl und Betsy beginnt am 11. September 1957 die Erfolgsgeschichte der weltweit ältesten Fernsehsendung für Kinder. 4 Jahre zuvor hatte Kasperl bereits seine Radiokarriere gestartet. Im Fernsehen lief Kasperl und Betsy zunächst traditionell am Mittwochnachmittag. Die Familie Petz war im Rahmen der ORF-Sendung Betthupferl zu sehen. Angefangen hat alles mit dem Engagement von 2 Volksschullehrern, dem Ehepaar Hans und Marianne Kraus. Seit 1948 führen die beiden in der Volkshochschule Stöbergasse ein gelegentliches Puppentheater. Die Köpfe der Handpuppen werden ebenso wie die Dekorationen von Hans Kraus selbst entworfen. Des Weiteren ist er für Musik, Text und Dramaturgie verantwortlich und spielt und spricht die meisten männlichen Rollen. Seine Frau Marianne fertigt die Kostüme und übernimmt die weiblichen Hauptrollen und den Bären Petzi, der rasch zu einem echten Publikumsliebling avanciert. 1950 übersiedelt die Puppenbühne in die Wiener Urania. Dort begeistern Kasperl und Petzi unzählige kleine und große Besucher. Auch Manfred Müller erliegt dem Charme der handgeschnitzten Puppen. Er erinnert sich an seine ersten Gehversuche in diesem Metier. Vom Christkind habe ich einmal ein Puppentheater bekommen. Das habe ich sofort umgebaut. Das war mir zu einfach. Da müssen die Kulissen anders werden und das anders werden. Die Beleuchtung musste anders werden. Und dann hat meine arme Familie immer müssen, wann irgendwas fertig war, vor der Kiste stehen und sitzen und sich anschauen, was ich da darbiete. Diese frühen Erfahrungen machten sich für Manfred Müller bezahlt. Das hat begonnen 1973 und da war ich aber Mitglied des Puppentheaters, habe ich dürfen gar nichts machen am Anfang. Da war ja auch ein Licht und Ton, das war damals sozusagen, da fing man an. Und das war recht lustig, am nächsten Tag erklärt ist an nichts worden, also null. So, und dann kam es und es macht Klingelingeling und es soll losgehen und ich drücke halt da, das waren noch Revox-Maschinen mit Bändern und so, drücke da drauf und in dem Moment schießen 2 Arme da an mir vorbei und ich höre nur in meine Ohren dröhnen, Trottel, unfähig und denk mal, was ist jetzt passiert? Ja, und so ging es die ganze Zeit und dann haben wir gedacht, na, ich weiß nicht. Na, am nächsten Tag dasselbe Theater wieder. Ich bin zum Kraus gegangen und gesagt, Herr Professor, ich glaube, ich bin ungeeignet dafür. Ich beende mir das nicht. Vor allem ist auf einmal diesem Wahnsinnigen, der da freundlicher Mann geworden, aber Herr Müller, wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen? Na, das wird schon. Sie werden sehen, morgen ist das ganz anders. Am nächsten Tag, Druck drauf, warte auf die Hand, kommt nichts. Und wie dann er gerade von der Bühne eine kleine Pause hat, gesagt, na, was habe ich Ihnen gesagt? Es ist ja gegangen. Es war genau so wie vorher. Also es war mit der manchmal eine richtige Show, es war ja ein Rumpelstilzchen in der Hinsicht. Ja, und dann kam Hänsel und Gretel, die haben im Dezember gespielt, klassischerweise, und er packt die Puppen aus, nicht? Und die Knusperhexe. Und ich habe vorher auch an Bühnen so ein bisschen Laientheater gemacht und sehe ich die Puppen und denke mir, Wahnsinn. Und dann sagt er, ich habe die kleinen Kinder zum Fressen gern. Du sprichst die Hexe. Und von da an habe ich dann alle Wahnsinnigen gekriegt, alle Zwerge, alle Giftzwerge, alle Besen. Die Könige hat das selber gemacht. Und die Sunny Boys, aber die haben mich eh nicht interessiert. Und also alle skurrilen Figuren, die da um den Dummkreuz sind, die habe dann ich bekommen. Und dann durfte ich auch, nach 2,5 Jahren, durfte ich auch einmal eine Puppe führen. Und er hat ja nicht irgendwas unterrichtet, wie man Puppen führt. Nix. Nein. Das weiß man. Das hat man in sich oder man hat es nicht zerredet. Und dann durfte ich den Meisterfuchs im Gericht der Tiere mimen. Sein devoter Schleimerling. Die Hände hat er nicht bewegen können, hat nur den Kopf ein bisschen bewegen können. Das war meine erste Aktion. Da bin ich fast gestorben, weil ich war nicht gewohnt, die Hände
da oben. Ja. Und das hat doch dauert 7 Minuten. Also ich glaube, die geht da ein. Und der hat ja ein Auge, hat gerade Puppe, gerade Puppe. Lob war selten, alles andere war oft. Ja, so, das war der Werdegang. Nicht? 1995 stirbt Hans Kraus. Manfred Müller tritt als Leiter in seine Fußstapfen. Kurz vor seiner Pensionierung 2018 gibt Herr Müller in einer Pressemitteilung bekannt, dass er keinen Interessenten für die Übernahme des legendären Puppentheaters findet. Sofort melden sich mehrere potenzielle Nachfolger, unter anderem auch eine sehr bekannte Persönlichkeit. Dann auf einmal läutet das Telefon und da war die Sekretärin von André dran und die sagte, der Herr Heller möchte Sie sprechen. Ja, bitte gern. Nicht? Und dann, ja, hier Müller, ja, hier André Heller. Ich sag's gleich vorweg, ich will es kaufen. Ja, das ist sehr schön, Herr Heller. Wohin? Da dürfen wir denn die Unterlagen schicken? Nicht? Und so, das interessiert mich alles nicht, ich will es kaufen. Also, ja, Sie müssen bitte, seriöserweise müssen Sie wissen, was Sie kaufen. Also die Bilanz, das ist mir alles egal, dazu habe ich meine Leitinnen, geben Sie das, ich will es kaufen. Am 21. September 2018 schließlich wird André Heller als Nachfolger von Manfred Müller präsentiert. Am Morgen des 11. September 2001 entführen islamische Terroristen in den USA 4 Passagierflugzeuge. Kurz vor 9 Uhr Ortszeit schlägt die erste der Maschinen im Nordturm des World Trade Centers in New York ein. Zunächst wird noch ein Unfall vermutet. Wenige Minuten später ist jedoch klar, dass es sich um einen groß angelegten Terroranschlag handelt. Denn kurz nach 9 Uhr fliegt ein zweites Flugzeug, diesmal in den Südturm des World Trade Centers. Man beginnt mit der Evakuierung der brennenden Wolkenkratzer, in denen sich zu diesem Zeitpunkt mehr als 17.000 Personen aufhalten. Gegen 9:30 wird auch das amerikanische Verteidigungsministerium Pentagon in der Hauptstadt Washington D.C. getroffen. Daraufhin werden das Weiße Haus und das Kapitol evakuiert. An Bord des 4. Flugzeugs beginnen mutige Passagiere Widerstand zu leisten. Die Maschine stürzt zwar ab, ein weiterer Angriff auf ein Gebäude kann dadurch aber verhindert werden. Das ganze Ausmaß der Gewalt an diesem Tag wird ersichtlich, als die beiden Türme des World Trade Centers einstürzen. Eine dichte Aschewolke legt sich über die amerikanische Metropole. Die Bilder gehen um die Welt. Amerika steht unter Schock. Fast 3000 Menschen werden Opfer der Terroranschläge von 9/11. Die USA reagieren mit militärischer Schlagkraft. 2001 beginnt der Krieg gegen Afghanistan, 2003 gegen den Irak. Offiziell mit dem Ziel, die Terrorgruppierung Al-Qaida zu zerschlagen. Deren Führer Osama bin Laden wird 2011 im Norden Pakistans von US-amerikanischen Soldaten getötet. An der Stelle der beiden Zwillingstürme befindet sich heute eine Gedenkstätte. Unweit davon wurde ein neuer und zugleich der höchste Wolkenkratzer New Yorks errichtet. Das sogenannte One World Trade Center wurde 2014 fertiggestellt.